Ich habe mich für Heracles Almelo entschieden, weil ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer. Das Stadion ist super und das ist für mich auch eine komplett neue Erfahrung, in einem anderen Land zu spielen. Ja, also über die Gespräche kann ich sagen, ich hatte gute Gespräche mit Marc und ich hatte aber auch sehr gute Gespräche mit dem Trainer Frank Wormuth. Als ich noch bei Schalke gespielt habe, da kam er zu einem Spiel gucken, danach waren wir etwas essen. Wir haben uns unterhalten und das war die erste Kontaktaufnahme. Die war sehr positiv und so kam alles zustande. Also die ersten Teamkameraden, die habe ich 20 bis 30 Minuten vor dem Training erst kennengelernt, weil davor habe ich noch den Vertrag unterzeichnet und war im Büro. Aber danach habe ich dann die Teammitglieder alle kennengelernt, die haben mich alle sehr gut aufgenommen. Was ich hier lernen will in Almelo ist sehr, sehr viel. Also man kann es sportlich sehen, aber auch menschlich. Also menschlich, man kann sich hier extrem weiterentwickeln. Man ist halt auf sich allein gestellt, man ist noch weiter von der Familie zu Hause entfernt. Genau, es ist ein anderes Land, eine andere Sprache. Und sportlich, natürlich kann ich mich überall verbessern, auf jeder Ebene. Ob es in Schnelligkeit ist, in der Taktik, im Stellungsspiel, im Vorwärtsverteidigen, gibt vieles, wo man daran arbeiten kann. Mein Papa hat sich für mich gefreut, also allgemein meine ganze Familie hat sich für mich extrem gefreut, dass es geklappt hat mit dem Transfer zu Heracles. Meine Mama war ein wenig traurig. Sie meinte, Lennart, jetzt bist du noch weiter von zu Hause weg und noch ein anderes Land und du bist da alleine und du kennst da noch gar keine Leute. Da musste ich meine Mama erstmal ein bisschen trösten und sagen, Mama, das kommt alles von alleine, vertrau mir da und ja, alles gut. Ich freue mich auf die ersten Trainingseinheiten hier mit der Mannschaft. Die erste hatte ich heute schon hinter mir und auf die kommenden Wochen und auch besonders auf den Liga-Anfang, weil wir ja gegen Ajax Amsterdam unser erstes Spiel haben werden und aber auch auf das zweite Spiel, wenn wir das erste Mal im Heimstadion spielen, darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich, euch zu sehen.